Unten? In dem Tal dort? Ist ein bisschen T.S. Hubble. Aber auch nicht sonderlich groß. Also irgendwas ruckelt bei mir die ganze Zeit, das ist ja ätzend. Ich hab keine Ruckler. Ich hab immer so Ruckler drin. Die sieht ein bisschen größer aus, ja. Wo ist denn der Eingang? Gibt's nicht. Muss ich reinkramen. Ach, da, okay. Sehr gut. Ups. Oh, dieser Planet, der sieht schon irgendwie cool aus. Venus. Trading Hall. Sieht doch irgendwie schön aus. Mach Medi-Station, da bist du auch gerade hingegangen. Hallo. Brauch keine Medi-Station, hier geht's noch rauf. Mehr oder weniger. Aha. Gut. Ja, trotzdem eine Medi-Station. Medi-Station. Wenn wir reingehen, aber ein Spawnpunkt. Medi-Station. Was machen diese Scanner eigentlich? Was kann man mit denen machen irgendwann? Auch nichts. Noch nichts? Vermute mal, dass was kommt, wenn sonst würden sie sich nicht anzeigen. Ja, eh, aber. Die explodieren dann. Wie sieht's denn eigentlich mit meiner Rüstung aus? Wie war das? Ich kann das hier reinlegen und dann reparieren? Nee. Ich kann nicht immer. Zwei Sprünge noch. Zwei Sprünge. 20 AU und einmal 25 AU. Und 40 Pentaxid. Natürlich. Woher? Aber Venus gibt's auch. Wo ist denn Venus? Ja, wir können halt das kleine Schiff nicht, also das Schiff nicht mitnehmen. Die Frage ist, hat Venus eine gewisse Landung? Also auch vielleicht eine. Boah, ich bin verlockt, dann aufzugehen. Falls Venus eine große Trading Station hat, mit mehreren Teleportern. Oder vielleicht gar keine? Oder gar keine. Darum würde ich meine ganzen Sachen für euch lassen. Venus, wir haben schon mal einen Schritt näher an der Erde. Ja, aber die Frage ist, vielleicht hat Venus ja eine große Trading Station. Ja. Oder vielleicht ist die Trading Station. Hast du ein Multitool? Ich habe ein Multitool. Ja, dann lass, das, dann lass dein ganzes Zeug da. Und. Hast du genug Platz für den Portal? Ich habe Unmengen. Ja. Also Unmengen. Ich habe okay, ziemlich viel. Wo bist du? Ja. Ich kann noch ein bisschen was aufsammeln. Typ, du stehst vor mir. Soll ich nehmen meine Waffe mit? Ja, nimm meine Waffe mit. Genau. Weil dann können wir nämlich notfalls das Schiff abbauen und mit hinkommen, wenn da eine vernünftige Trading Station ist. Und können es dann dort wieder aufbauen. Dann müsstet ihr dann nach fliegen vorher. Ja. Hast du noch 13 Pentaxid? Ich bin nicht viele Wochen 20. Ja. So, ich hab 14 Schuss in dem Gewehr. Hab ich noch? Ne, das ist die falsche Munition, ne? 12,7? Ich hab kein Gewehr. Hast du silberne Munition? Hast du mir eine Pistole gegeben? Ich, ja. Kannst du mir die geben? Natürlich. Dankeschön. So. Wünsch mir Glück, Leute. Mal schauen, wo ich hinkomme. Viel Spaß! Da steht eine Trading Station in Venus Orbit. Ja. Wenn ich jetzt im Orbit irgendwas habe, dann ist das okay. Ja. Aha. Ich bin gerade gestorben. Nee, du stehst noch da. Aha. Ja, du stehst noch da rum. Interessant. Mal gucken, ob du jetzt gleich weg bist. Von dort. Aha, ich kann mich nach oben schauen. Ja, okay. Bitte schieße nicht. Jetzt steht bei dir teleportiere. Hä, du kannst dich nicht teleportieren, ne? Bist du immer noch da? Hallo? Oh, jetzt bist du weg. Ich bin gerade rausgegangen. Also es ist gerade Nacht draußen, glaube ich. Das wird gerade dunkel. Es ist zumindest sehr neblig. Du hast kein Wetter mehr stehen. Ich habe schon wieder kein Wetter mehr stehen, ja.
muss ich aber nee, nochmal das Spiel Wetter. Ausmachen und nochmal neu starten. Ja, da steht zwar Activate, aber... Ah, jetzt stehst du da drin. Irgendwie schief. Du stehst ja lustig da drin. Ja, gut. Mit einem Fuß in der Plattform? Ja, ich starte mal gerade kurz neu. Ich komme gleich wieder auf den Server. Jetzt drehst du dich langsam. Wieder in die Vertikal. Vielleicht dann gleich wieder Wetter. Leicht bewölkt ist es gerade. Okay. Ja, stimmt, bei dir steht's. Steht da normalerweise nicht nochmal was unten drunter? Ich probier's nochmal. Ja, jetzt ist mein Wetter wieder da. Leicht bewölkt, na, von wegen. Nein. Stehst immer noch da. Ja, und dein Tag ist irgendwie an deinem Knie fest. Ja, jetzt bist du weg. Ja, ich hab mich wieder ausgelassen. Gut, das ist der Teleporter. Das ist auch keine Option, das ist ein Pentaxid zugegeben. Okay. Na, Pentaxid sind die Kristalle, ne? Es gibt im Orbit angeblich Pentaxid-Asteroide, wir müssen wir finden. Und wahrscheinlich sind da sehr viele Drohnen. Weiß ich nicht, ich habe keine Waffen. Wir könnten auch auf den Mond fliegen und schauen, ob wir da Pentaxid. Ein Wasser, wenn der Mond Wasser hat. Könnten wir Kristalle aus dem Wasser... Der Planet, der Mond ist Alien. Mond. Heißt? Wir könnten Lava. Nein, Alien ist... Starker Regen, Feuerregen, radioaktiver Nebel. Oh, okay. Wir haben nicht die passende Außen. Wir können es probieren. Okay. Wir könnten einen Lupo. Oh, wir haben ja neue. Viele, das ja laufen. So viele Erze, gell? Ja, ich hab Erze. Wo ist denn die neue Constructor gewesen? Da oben, was willst du machen? Nee, brauch nicht. Ich hab Multitool, das reicht schon. Der eine muss ja die Erze abbauen, der andere beschützt mich. Ich habe aber auch einen Bohrer. Bohrer, Labora. Da ist nichts. Ich hab auch meine Sachen wieder. Ja, wo bist du? Ich hab gerade draußen was geschaut. Oh, ich finde den Weg nie wieder hier raus. Ah, hier. Was hast du? Direkt, was mir gehört. Nein, überhaupt nicht. Die Erze kannst du behalten, die können bleiben. Okay, ich glaube, das hast du mir gegeben. Dieses Scharfschützengewehr-Dings hast du mir gegeben. Die ganze Munition hast du mir gegeben. Den einen Bohrer hast du mir gegeben. Das hast du mir gegeben. Das hast du mir gegeben. Das. 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 Das gehört nicht mir. Das gehört nicht mir. Das gehört auch nicht mir. Das gehört nicht mir. Das gehört nicht mir. Und Adrenalinspritze gehört auch, glaube ich, auch nicht mir. Und der Rest. Ich glaube, davon hast du mir ein bisschen was gegeben, da hatte ich nämlich nur 5 oder so. Ich hab hier keinen Schaffens. Ich auch nicht. Hey, Hilfe, Typ. Dieser Planet sieht so scheiße aus. Hm? Ja, bin ich vorhin auch nicht aufgekommen. Da ist nichts, da war ich schon oben. So sieht die Trading Station ja ganz gut aus, aber wenn es nur einen Teleporter nach zur Venus gibt, der nicht mehr funktioniert. Schön. Ich habe ein bisschen Akkurat-Beere. Schade, dass man bei denen da nicht irgendwie reinschauen kann. In die Kisten, meine ich. Hier ist irgendwie nix, hier sind weder Tiere noch irgendwas anderes, oder? Gibt's hier überhaupt Tiere? Ist der Planet anderweitig bewohnt als von... ich hab keine Ahnung. Alien? Alienze? Raumschiffe und so weiter. Ja, da natürlich. Ist eine komische Plattform.
Hä? Huh? Oh, das meine ich, das passiert jedes Mal. Ich sehe da nichts fliegen. Doch, da ist was Fliegendes. Jetzt ist weg. Sowieso immer alles kaputt. Okay. Da ist er! Hast du einen gefunden? Ja, aber das ist neben dem Planeten. Da ist es auf der Karte. Achso. Ja, wir sollen hinkommen. Die sind einfach nicht da, oder? Ich glaube, die werden da angezeigt, aber in der Atmosphäre dann wieder nicht mehr. Toll. Okay. Was hat der Mond? Ich schau mal, vielleicht hat der Mond doch irgendwas. Na, der hat nur Prometheum und Zaskosium. Ja, vielleicht hat er blaue Gestalt. Wir können einfach mal hinfliegen. Hilfe? Na gut. Ja gut, dann fliegen wir mal zum hübschen Mond. Na, zuerst mal zu unserem hübschen Schiff. Geh erstmal zum hübschen Schiff. Ich auf der anderen Seite. Wo ist das da? Ich meine bloß vielleicht Pentaxid. Hm? Ja, vor allem im Planeten Asteroiden. Ich glaube, das gefällt dem Server überhaupt nicht. Schnellwerk von diesem Planeten. Ja. Och, Mann. Wie die Maus sich immer dreht, ohne dass ich die Maus bewege. Schön ist das. Toll. Du bist gerade dran vorbeigeflogen. Hyperspeed. So, kannst du bitte... Wenn du weiterfliegst, wirst du sterben. Also ich wollte es zuerst aussteigen, wenn du fliegst. Also ich auf jeden Fall. Ich auch, weil ich will nicht schon wieder sterben. Bitte? Machst du? Ja. F. Wo ist die Tür? Hä? Oben. Ich komme halt irgendwie nicht raus. Ah! Wo ist die Tür? Das Löchchen da. Ach, da. Komm nicht raus. Geh auf jetzt. Dann komm ich hier nicht raus. Achso, das ist Jetpack an. Etza, ja. Okay. Mit drin. Irgendwas alles falsch rum. Achso, und so. Hilfe. Über diese Herumfliegereien im Weltraum. Früher waren die ja noch angenehm. Ja, echt. Und die Vögel sind nervig. Mal wieder. Ja, ich sitze auf jeden Fall. Ich auch. To the moon. To the moon. To the moon. Moonlight Shadow. Jetzt kommt irgendwo der Drohne, schießt unseren Bombenkraft kaputt und ist wieder am Anfang. Solange du nicht näher zu dem Teil da fliegst, passt das. Ich weiß nicht, was auf dem Weg zum Mond ist. Ein Bug. Oben? Nein, das sneakt ja deinen schwarzen Streifen auf dem Bildschirm. Oh mein Gott. Zensurstreifen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich steht da, hier könnte ihre Werbung stehen und das Spiel zensiert ist. Empyrion-Werbung. Und während man Empyrion spielt, kommt Werbung für Empyrion. Dekorations ist dann. Na. Achso, na, gibt's nicht. Ja, na. Ich wollte gerade fragen, was ist denn das Gelbe da, aber jetzt ist es weiß geworden. Oh, ich hab diesen Asteroidenfeld. Der Planet ist ein bisschen falsch gesetzt, dann wird's eh passen. Ja, der müsste ein bisschen in die Mitte. Mhm. Weiter. Sonst sieht's eh voll krass aus. Schau mal, fliegen wir mal mit dem Raumschiff. Huch! Warum? Immer dieses Raumschiff runtergefliege. Was? Müssen wir schon wieder. Na, wir können mit dem runterfliegen, gehen zur Treppe, aber wir stützen ab und wir können gar nichts machen. Ist ein Alien-Planet. Wird nicht schön werden. Wir brennen. Etwas. Ja, das ist ganz so. Ein klein wenig. Wie gut, dass man bei dir immer sieht, dass du Landschaft hast und bei uns ist immer nix. Bei mir glüht alles. Repariert seine Schubdüsen. Ah, jetzt. So, die Frage ist, gibt hier Wasser? Das Teil? Oder Wasser?
Rascher wahrscheinlich nicht. Vielleicht nicht, wahrscheinlich eher auf den Bergen dann Blaukristall, oder? Was zum Ausschau? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Nöp. Dieses Talgebiet da. Es ist unwahrscheinlich, dass Bäume, Pflanzen und Pinsexik-Kristalle an Land gibt. Mal schauen. Was gibt es denn nur im Wasser, wenn es Wasser gibt? Rechts. Oder vor uns, doch. Oder? Nein, das ist, sind irgendwelche Pilze. Irgendwelche leuchtenden. Ja, Pentaxidpilze. Pentaxidpilze. Nochmal Pentaxidpilze. Ich würde mal gleich in dieses Grabengebiet schauen. Viel Spaß. Danke. Du kommst nicht mit. Hm? Kommst du nicht mit oder? Ich hab keine Waffe. Zu Fuß. Oh Gott, Radioaktivität. Da steht aber, das ist radioaktiver Nebel, oder? Okay, dann sollten wir vielleicht dann nicht reingehen. Wir werden alle sterben. Ja. Da gibt es kein Pentaxid drin. Nur blaue Pilze. Pentaxidpilze. Okay, gut. Wohin können wir von da mit 13 Pilzen? Wir fliegen gerade gegen einen Berg. Hochziehen, Captain! Das ist gut, hochziehen! Wir haben 13 Pentaxid. Wir können von hier nach Hubble oder nach Hubble 751. Ist natürlich viel besser als Hubble. Ich glaube, diese ganzen Hubbles sind nicht unbedingt das Schönste. Wir kommen nicht weiter. Wir kommen nicht zu Hubble 333. Oh, wir müssen trampen. Ich würde nach. Ich hab irgendwie. Hubble 751 hat ein anderes Symbol. Das könnte was heißen. Ja, hat ein anderes Symbol. Einfach nur. Dann fliegen wir halt dahin. Wir können eh nirgendwo anders hinfliegen. Wir müssen das. Vielleicht kriegen wir dort Pentaxid. Ja. Probier das mal mit den Pentaxid-Pilze. Das sind keine Pentaxid-Pilze, Lupo. Hubble 735 ist es, glaube ich, gewesen, aber passt schon. Wurscht, ich probier nochmal so ein Bild. Ja. Klappt bestimmt. Unsere Long Journey Home ist immer keine Long Journey Home. Nein, unsere Long Journey Home ist irgendwie. Long Journey in die falsche Richtung. In die falsche Richtung, ja. Minus 130 Grad, ja, schön warm. Ja, angenehm. Also, ich glaube, Jonas würde das als angenehm empfinden. Oh, dieser grüne Planet einfach, wie eklig der aussieht. So verschimmelt. Ja, da sind Asteroiden links, nee, rechts von uns. Ein paar. Die sind wahrscheinlich innerhalb der Atmosphäre. Möglich. Wie alle Pentaxid-Asteroiden normalerweise sind. So, wir fliegen nach... Na gut, da ist die... Die Weltraumkarte war aus. Ah, okay. Ab nach Hubble 751. Yay! Ah, ich muss den Sprungantrieb noch aufladen. 17 AU, komm mal weit. Ich komme trotzdem nicht nach Hubble 333. Nein, der ist 19,6 AU. Ja, okay. Und wir könnten nach Amara fliegen. Amara? Wo sind wir denn? Amara. Kriegen wir noch Infos? Kriegen wir halt keine Infos. Kriegen wir Infos von dem dann? Nein. Wir kriegen Infos von gar nichts, wa? Außer von dem, wo wir schon waren und wo wir gerade sind. Zu Hubble 751 will ich nicht fliegen, weil der ist rot und rot heißt gefährlich. Amara, oder? Amara ist. Wir sind da, ne? Ja. Und Amara ist. Der da. Ja, gut, wir fliegen bald nach Amara, hat auch einen Mond, vielleicht haben wir da mehr Glück. Warte, nein. Dann könnten wir uns den Planeten anschauen, der ist gar nicht so weg. Naja, probieren wir es mal. Jetzt könnte doch alles viel schlimmer werden.
Ja, wahrscheinlich ist Amara total unbewohnbar. Wir können nicht meine Basis. Wir sind wieder mal nicht gesprungen, wirklich. Oh nein. Doch, jetzt. Oh, jetzt. Oh, Hilfe! Was? Hilfe! Ruckel! Ruckel! Oh, wow. Wo ist Amara? Wo ist Amara? Amara, Amara, Amara? Ich find's nicht. Hä? Ja, meine Maus dreht sich immer. Was ist das denn? Okay, gut. 5 Millionen Asteroiden. Atmosphäre, aber scheiß Zeug. Tolles Wetter, auf jeden Fall, würde ich sagen. Der Orbit hat Pentaxid-Asteroiden. Amara Moon ist noch kacke, ist Schneeplanet, aber Amara ist sogar atembare Atmosphäre mit Säureregen und relativ Nebel. Aber sonst scheint. Kältewelle, Hagel, Schneefall, starker Schneefall, mittlerer Schneefall, neblig. Starker Regen, starker Säureregen, radioaktiver Nebel. Das ist ja total schön. Die Sektorkarte aufschaust und die ganzen Sektoren, die anschaust. Wenn du halt da oben, wenn du auf App klickst, hast du die Karte und dann da oben auf dieses Planetensymbol, da hast du dann die Sektorenkarte und dann kannst du auf Amara und Amara Moon gehen. In der Sektorenliste. Und dann steht rechts in Planeteninfo die ganze Sache. Ja, wo steht da? Wetter, Hagel, Schnee? Da steht Name, Typ, Schwerkraft, Temperatur, Strahlung, Wetter, atmosphärische Dichte, O2-Gehalt, atembar, Modus, achso, PvP. Siehst du das nicht? Ja, atembar steht bei mir nicht da. Na, atembar und dann auf der anderen Seite Yes oder No. Also da steht halt O2-Gehalt und atembar. Bei mir nicht. Zu welchem Planeten bist du gerade? Bist du bei Amara? Also beide sind atembar laut. Achso, ich war auf Amara Orbit. Oh, ja, gut, der ist eher nicht atembar, nee. Okay. Radioaktiver Nebel. Hitzewelle, starker Säureregen. Ja. Aber zumindest atembare Atmosphäre. Ja, das bringt uns nicht viel, wenn wir eine Hitzewelle haben. Und radioaktiven Nebel. Wir müssen einen Tunnel graben. Für die Höhlenmenschen. Vielleicht. Meteoriten zufällig? Nein. Also angeblich hat dieses Ding hier auch. Pentaxid Asteroid. Die Ringe schon besser aus als die anderen. Wo sind die Trading Station? Was ist. Die ist irgendwo. Oh mein Gott, doomed. Klingt vielversprechend. Trading Station, warte mal zu markieren als Wegpunkt. Oh mein Gott, doomed. Oh mein Gott, doomed? Was? Ja, genau, in die Richtung. Genau. Oh mein Gott, doomed. Oh, das ist ein Space Drone hinter uns. Ja. Links ist so eine Station neben Asteroiden. Und hinter uns ist ein Space. Was ist das so in der Situation? Also mal schauen. Was ist Oh mein Gott doomed? Angst vor Oh mein Gott doomed. Das ist direkt in der Nähe von der. Ist das die Trading Station dort? Ja. Na, schau mal hinter uns, Weltraum. Orange, blau, rot. Sieht so cool aus, ja. Echt. Huch. Das ist ein blauer Asteroid. Das ist ein blauer, ja. Okay, das ist ein Pentaxid-Asteroid. Ja. Hat nur einen leichten Violettstich, oder? Nee, blau. Ist ziemlich blau. Wo ist denn das Oh mein Gott doomed? Keine Ahnung. Woher schon aus dem Prometheus ist das so nicht? Der Prometheus war mal gerade. Was bist du? Prometheus, okay. Prometheus, ja. Aber irgendwo sollte es angeblich Pentaxid geben. Ja, links ist ein Eisenasteroid. Hilfe! Irgendwie war das früher mit der Maus drehen einfacher. Das ist genau gleich. Ich hab nichts daran geändert. Nein, du, weil du im Schiff sitzt, ja, aber wenn du halt einfach so. Doch. Stimmt. Also, es ruckelt alles mega. Wenn du das Schiff drehst, dreht sich die Kamera total beschissen mit. Ja, das ist mega nervig für dich. Ich finde das echt anstrengend. Warum fliegen wir gerade mitten durch die Asteroiden? Weil da sind verschiedene Erz-Asteroiden, wir brauchen Pentaxid. Da ist irgendwas komisches. Rot-Grün. Das ist das Cosium oder Rest. Das Cosium.